Willkommen in einer neuen Woche auf der Baustelle. Der Plan ist, Ende der Woche hier einzuziehen. Und es ist schon wieder viel passiert, aber wir haben auch noch wahnsinnig viel zu tun. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier fertig werden. Wir sind Markus und Julia. Und das ist unsere Insieme. Eine Sunbeam 42 CC, die wir im Sommer gekauft haben und seitdem in Südspanien refitten, um bald wieder auf große Reise gehen zu können. Eine ganze Menge ist bereits geschafft. Kappa-Code streichen, Gel-Code polieren, Borddurchlässe tauschen, Navigation erneuern, neue Batterien und Solarmodule und den Watermaker einbauen und. Außerdem haben wir in den letzten Wochen unser Rig erneuert, alle Wanden und Stage getauscht, sogar die Chainplates neu abgedichtet und alles einmal kontrollieren lassen. Und wir haben mit ein paar drastischen Veränderungen im Innenraum begonnen. Augen zu und durch, oder? Es gibt kein Zurück mehr, ich sag's gleich. Hoffentlich war das kein Fehler. Ich glaube, es wird geil. Aber am Anfang ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich glaube, es wird geil. Da unsere Baustelle während all dieser Arbeiten schlicht unbewohnbar war, hatten wir bislang ein kleines Apartment im Hafen gemietet. Nach über 2 Monaten war es aber allerhöchste Zeit, das Boot wieder einzugsfertig zu bekommen. Das ist die Mission. Schleifen. Wir haben im Salon schon relativ viel Holz abgeschliffen, also den alten Lack runter, bis aufs rohe Holz runter und neu lackiert. Und jetzt ist noch der Boden dran. Der Großteil von unserem Boden ist naturbelassenes Teak, den wollen wir auf jeden Fall versiegeln. Als erstes nehmen wir uns aber unsere Platte vor, die quasi beim Salontisch ist. Das ist hauchdünne Furnier und fingers crossed, dass wir nicht durch die Furnier durchschleifen, das wäre the worst case. Aber Schatz, du hast das ja im Griff, gell? Genau. Also wir haben mit 120er Schleifpapier angefangen, sind aber jetzt relativ schnell auf 80er gewechselt, weil bis man den alten Lack abgetragen hat, das ist ein bisschen hartnäckig. Aber es ist so befriedigend zu sehen, wenn dann der alte Lack, der halt auch schon durch die UV-Strahlung und so verfärbt ist, wenn der mal weg ist und dann die echte Holzfarbe wieder rauskommt. Und ja, es ist eine der Arbeiten, die wahnsinnig mühsam sind, aber man hat einfach Instant Satisfaction, weil es wird so schön. Wird erst schön. Erst lackiert. Genau. Schleifen wir alle Bretter ab und beginnen dann was lackieren oder machen wir Step by Step? Ich weiß nicht, wir brauchen einen Schirm. Vielleicht hat der Udo einen. Die Alex. Mhm. Sonnenschirm hat es keinen geben, aber ich habe was Besseres gekriegt. Ein paar Ditze. Das fliegt uns so sicher um die Ohren. Und ich dachte, wir hatten schon so genug zu tun. Läuft's bei uns. Dann haben wir eine Schleifstation, eine Lackierstation,
und alles gut. Und wenn ihr euch fragt, warum der ganze Aufwand, man sollte auf keinen Fall in direktem Sonnenlicht lackieren, weil sonst kriegt man so kleine Bläschen im Lack. Jetzt müssen wir nur ein bisschen den wandernden Schatten beachten. Aber, ist geil. Als erstes entstauben wir jetzt das Holz mit einem Mikrofasertuch und ein bisschen was von der Verdünnung, die beim Lack dabei ist. Die Lacke selbst haben wir aus Österreich kommen lassen, weil das ist auch original der Lack, der auf dem Schiff verwendet wurde. Und so ist garantiert, dass das halt alles immer denselben Glanz hat und ja, einfach zusammenpasst. Das war die erste Runde. Das muss jetzt trocknen, dann wird es nochmal angeschliffen und dann kommen noch zwei Schichten Lack und dann sweet. Jetzt bin ich gespannt, wie das wird. Das war 80, oder? Ich würde ehrlich gesagt nicht feiner werden, weil wir machen eine Schicht Lack, dann würde ich es mit 120er maximal, weil sonst ist das ein Eislaufplatz, wenn es nass wird. Passt oder mehr? Es passt. Es ist sehr geil. Oh, ich liebe die Arbeit irgendwie. Es ist viel Arbeit, aber es ist geile Arbeit. Schaut einfach aus wie neu. Es ist so krass, wie schön, was da alles versteckt war. Was für Schätze. So ein Teakboden, das gibt es heute ja gar nicht mehr. Ah, schön. Put the pickup in the drive, chase the dawn, burn the light, let's go. Take the change from our savings jar, grab the Gibson, ditch the phone, let's roll. Maybe where we're going, there are no exit signs. Even if the road is all we know, I'll be home to you, home to you. I'll be home to you. Also, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, was mein favorite Upgrade oder meine liebste Veränderung ist an dem Schiff. Der weiße Salon, das hat schon wahnsinnig viel verändert, das hat so hell und freundlich gemacht. Der Boden, ich dachte nicht, also ich habe mir nicht vorstellen können, was unter den Verwitterungen da zum Vorschein kommt. Also das, ja, unglaublich. Aber auch die ganze neue Technik, also es ist geil. Heute kommt jetzt gleich nochmal der Rigger, der montiert unser Vorsack drauf, dass wir ein paar Sachen tauschen müssen. Dann ist das neue Rig fertig. Dann kommt um 13 Uhr die Sandra mit den neuen Pölstern und Matratzen. Und wir werden dann mal den Boden zusammenbauen. Sanitär werden wir abschließen. Wir haben eine neue Bilgenpumpe und müssen dann noch ein paar Schlauchanschlüsse machen. Ja. Und wenn wir gut vorankommen, holen wir uns dann auch noch unsere Palette, die aus der Schöchel-Schatzkammer kam, mit unserem neuen Niedergang und unserem neuen Tisch. Und dann ist sie richtig schon fast bereit, um neu einzuziehen.
unser Werk, Babe. Mhm. Es wird. Habt ihr gesagt, dass das geht? The day has finally come. Nach, lass mich überlegen, vier Monaten Refit ziehen wir endlich wieder ein. Es ist höchste Zeit und wir freuen uns sehr. Aber jetzt haben wir mal einiges zu schleppen und zu verstauen. Sag Lebewohl zum Leben an Land. Das braucht man. There's a great big world to see. It's waiting here for you and me. Let's go. Adventures round the bend. Nothing like we've seen before. Let's get outside and go explore. Cause home is here with you, my friend. Keep traveling. Alles verstaut bekommen. Oh Gott. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Weiter. Find a place to make our own. We mark a spot that no one knows. It's ours. Off in the unknown. Cause this is where I wanna be. With you. Here next to me, don't know, but let's find out where it goes. Keep traveling on. Schon die dritte? Ja. So sehen unsere alten Fingerringe aus. Und das ist der neue. I like it. Oh, heute passiert so viel, dass man irgendwie den Überblick verlieren könnte, aber es heißt auch, es wird fertig und es ist sehr aufregend. Schon gar nicht unsere neuen Möbel gesehen und bewundert? Ah. Hast du eine Idee, wo wir die Schrauben hingepackt haben für die Scharniere? Na, aber dann nehmen wir jetzt V4. V4? Ja, was halt. Mit in unserer Möbellieferung war auch dieses Stück Teakholz, aus dem wir uns eine Abdeckung für den Steuerstand basteln können. Weil wir ja unseren Autopiloten gewechselt haben und ein neues Display reinkommt und es würde ein bisschen blöd ausschauen, dieses Loch da zu behalten. Aber es ist ein bisschen tricky, das zuzuschneiden. Aber wir werden es schon schaffen. Und es ist von was ich da mag. Let's go. I'm about to set it up. I know. Okay, gefühlte 10 Stunden und 300 Versuche später bin ich halbwegs zufrieden mit der Schablone. Sagen wir so 95% zufrieden.
Da fehlt mir noch ein bisschen, da muss ich ein bisschen dran denken, mehr Platz zu lassen. Aber Schatz, die Schablone ist, würde ich sagen, 95%. Wie viel schaffst du es zu schneiden? 95. Das ist eine sehr arrogante Behauptung. Wir haben nur einen Stopp. Schaut gut aus. Kleine Fuge ziehen und dann lackieren. Feuer lackieren. Fuge. Und dann sind wir fertig. Fertig für heute auf jeden Fall. Ja, ich glaube, er kommt nochmal. Es sind so viele Dinge heute passiert. Aber so viele kleine Dinge, die erst gar nicht auf unserer To-Do-Liste standen. Vielleicht war es doch zu früh, eine To-Do-Liste anzufangen, weil, sind wir uns ehrlich, es ist doch noch ein bisschen was zu tun. Aber wir sind auf jeden Fall auch noch 3 Wochen hier. Also, wenn jeder Tag so läuft wie heute, sind wir in einer Woche durch. Mal sehen. Jetzt genießen wir mal den Sundowner und dann sind wir eingeladen bei unseren Freunden auf der Beluga zum Abendessen und gleiten ins Wochenende und ja, freuen uns, was die nächste Woche bringt. I'll be home to you, home to you.